Fabi. Ich vermute, du bist trotz deines Platzverweises gerade wirklich oder sind sogar gemischte Gefühle. Bist ja wieder jetzt. Was heißt Gefühle? Für mich war das Schweinegeld oder Gratis. Er ist natürlich auch von der Bank provoziert die ganze Zeit, von der Bayernbank, was dann danach abgelaufen ist. Es ist Überlassung. Sie war aus meiner Sicht wurde durchgehend von und das habe ich, denke ich, denke, dass es nicht verdient. Ja, aber nichtsdestotrotz, meine Mannschaft hat auch nach dem Platzverweis gut gemacht, direkt davor ein bisschen noch besser gemacht. Ja, haben eigentlich nichts zugelassen in der zweiten Halbzeit, hat die besseren Tormöglichkeiten. War einfach die effektive Mannschaft. Ja. Wir haben gekämpft, wir haben viel Glück gehabt gegen eine junge, spielstarke Truppe. Und letztendlich haben wir mit viel Glück auch und der gewissen Qualität, die wir auch in unserem Kader haben, einfach gewonnen. Ich hatte so das Gefühl, bis zumindest zu deinem Platzverweis, dass es nicht wirklich eine Frage der Zeit war, bis es Tor fällt. Danach vielleicht dann schon eher. Wie ging es dir auf dem Platz? Ja gut, zum einen, wir trainieren nur zweimal, es war klar, dass irgendwann die Kraft nicht mehr reicht. Wir haben klar abgebaut, wir waren ein Mann weniger. Dann wird es brutal. Es ist klar, dass wir dann auch Glück haben. Und für mich hat sich die Frage nicht gestellt. Die Frage ist halt, ob wir Tor gehen oder nicht. Die Mannschaft hat sich in jeden Zweikampf reingeworfen. In jedes Tor und jedes Torschuss und dann ist es einfach mal so, dass du das Gefühl bearbeitest. Ja, und ich sage immer, Mentalität, Charakter schlägt Qualität. Das ist im Fußball so. Ja. Der Pirovka hat zu mir gesagt, ja, und da habe ich noch ihn ausgelacht oder gelächelt, aber es ist einfach so. Ja, und es reicht einfach nicht, wenn man schön Fußball spielt. War das dein wichtigstes Tor heutzutage? Ja, es war ganz klar, das ist nicht das wichtigste Tor für mich, es war ein schönes Tor. Klar, es war. Das andere. Ich habe zu meinen Jungs gesagt, wir müssen am Boden bleiben. Ja, das ist einfach nur, Bayern München ist keine schlechte Mannschaft, aber es ist auch keine Top-Mannschaft. Ja, wir müssen bodenständig bleiben und weiter hart arbeiten. Ja, das ist immer in der Klasse da. Ja, wir können uns nicht mit solchen Mannschaften messen. Bayern, den ganzen zweiten Mannschaften. Die Jungs haben gerade gesagt, jetzt drehen wir noch einmal die Woche. Wie siehst du das Schiebste denn sicherlich mit dem Niveau? Nein, es ist, zweimal ist eigentlich schon viel zu wenig. Versuchen halt so viel Inhalt wie möglich in eine Trainingseinheit zu machen. Und einmal wäre viel zu wenig, zweimal ist schon zu wenig. Also ich bin bewusst, weil die Truppe hat enormes Potenzial. Ja, man sieht, wenn man vielleicht 4-5 Mal mit der Truppe trainieren würde, was da gehen würde in der Liga. Darum geht es mir. Aber nichtsdestotrotz, wir versuchen jetzt das Beste daraus zu machen, aus dem zweimal Training. Aber ich habe das letzte Mal schon gesagt, man kann nicht mit minimalen Input den maximalen Output erreichen. Deshalb wiederhole ich jetzt immer wieder, aber es ist ja nicht. Genau damit wollte ich dich heute konfrontieren. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, mehr geht ja auch kaum. Ich meine, du hast genau diese Aussage am Dienstag, die habe ich dich sogar damit zitiert, aber ich meine, wenn die Bayern gewinnt, das ist maximale Ertrage, so viel mehr geht ja nicht. Ja, klar, geht nicht mehr. Aber wie gesagt, du sollst jetzt nicht so die große Glocke haben. Wir haben ein Spiel jetzt gewonnen, haben 3 Punkte mehr. Ja, 3 Punkte in 5 Tagen gewonnen. Ja, klar, ist schön, aber trotzdem. 2 Spiele. Wichtig ist, dass wir am Boden bleiben, dass wir wissen, wo wir herkommen. Wir kommen aus der Bayernliga. Bei uns geht es nur um den Aufstieg. Klassenerhalt. Festgehalten, wir haben unsere Schlagzeile, alles klar. Da geht es nur um den Klassenerhalt. Ja. Deshalb, wir messen uns nicht mit den zweiten Mannschaften oder mit Bayern München oder mit 60. Wir müssen gegen andere Gegner die Punkte holen. Trotzdem ist was ist für Gefühle hier in Grünwalder dann zu hören, die Gefühle kann man mal verlieren? Also. Ja gut, die Hebel der Fans ist halt einfach so. Ich habe selber bei Bayern lange gespielt. Ich weiß, wie das ist, wenn man gegen solche Mannschaften verliert. Also ich kann mich wieder erinnern, als ich Scholl verloren habe gegen eine Mannschaft, die 3 oder 4 Mal trainiert hat, hat uns dann nach 1,5 Stunden nochmal in den Wald geschickt. Ja, das ist, also ich weiß jetzt, was los ist bei Bayern München. Ja, die wollen um den Aufstieg mitspielen. Deshalb weiß ich, wie es ist, gegen eine Dorfmannschaft in dem Sinne zu verlieren. Da kriegt man Häme. Ist einfach ganz normal so in der Liga, aber da muss man auch drüber stehen. Ja. Das werden sie auch schaffen. Das würde mich irgendwie interessieren, halt eben, weil ich meine, für den Verein ist das heute mit Sicherheit ein Highlight der Vereinsgeschichte. Für dich, du hast hier gespielt, im Grünwalder Stadion, hier auch bei Bayern. Ist es für dich jetzt irgendwie, kommst du jetzt mit das Spiel wie das andere oder schon auch wirklich? Nein, klar, das Highlight auch für dich persönlich. Nein, absolut, das Highlight, auch sagen, schon ein besonderes Spiel. Ja, da kommen schon die Emotionen hoch, weil
seid nochmal dabei, habt ihr das ganze neue Campus angeschaut, habt die alten Leute gesehen, ja, wurde herzlich empfangen, es war schon was Schönes. Ja, und dann hier sowas zu erleben, kann ich nicht nachvollziehen. Aber wie gesagt, wir konzentrieren uns da jetzt auf uns und der Gegner kann es nochmal sein. Nach den neuen Punkten, die jetzt über diese Fußtragen verbucht hat, wie auch immer, weil ich meine, das ist alle Ehren wert, jetzt siehst du die Gefahr, die Mannschaft auf Boden zu halten, weil du hast schon gesagt, wir wissen, wo wir herkommen, oder ist die Gefahr bei deiner Mannschaft nicht gegeben? Wie bestätigt. Ich habe direkt nach dem Kreis gesagt, ja, dass wir Boden bleiben, dass wir in der Niederlage Bescheid bleiben. Und darum geht es uns. Ja, wir können jetzt nicht von größeren Sachen träumen. Es ist einfach so, wir müssen einen kleinen Brötchen backen. Das werden wir jetzt von Spiel zu Spiel machen. Wir können nur von Spiel zu Spiel schauen. Wir können keine Ziele ausgeben, sonst müssen wir uns alles hart erarbeiten. Das ist einfach so. Von der letzten Frage, die mich interessieren, war wirklich sehr hitzig, teils sehr emotional. Gab es da irgendeinen Anlass dafür, wo kam das her aus deiner Sicht? Ich habe schon gesagt, allgemein, der Trainer von Bayern München, der polarisiert, der provoziert, ständig durchgeht, habe ich jetzt auch schon von mehreren Trainerkollegen auch in der Liga gehört. Wie gesagt, wenn man versucht, mich da dauernd zu verteidigen, dann kann ich das einfach nicht nachvollziehen, weil ich mit seinem Schweinsteiger eine Co-Trainer zusammen unterstanden, mit seinem anderen Co-Trainer Rainer Ulrich, verstehe mich auch super, Torwarttrainer, Fitnesstrainer, alle kenne ich noch von früher. Wir haben alle gefreut, die Opfer sie zu sehen, sie Opfer mich zu sehen und dann, dass einer das versucht, da irgendwie kaputt zu machen. Kann ich und werde ich nicht nachher. Fabian, ja, die werden erst gelten, was sagst du? Dumm, ja. Kann man so schreiben, aber mit zweiter unberechtigt ist dann. Zweiter ist unberechtigt. Gut, ich hab's. Okay, danke. Ciao. Ciao.